war das größte zusammenhängende Kontinentalreich der Geschichte und erstreckte sich von Korea bis zur Ukraine und von Sibirien bis Südchina. Entstanden ist es in den weiten Ebenen. Im 12. Jahrhundert vor Entstehung des Mongolischen Reichs lebten in der ostasiatischen Steppe verstreute Gruppen mongolischer und turkstämmiger Nomaden unter der Führung von Khans. Diese hüteten Schafe, Rinder, Yaks und Kamele. Sie lebten in Jurten aus Filz und wechselten zwischen Sommer- und Winterlagern. Die Frauen hatten große Autorität und waren für die Umzüge, viele der Herden und den Handel verantwortlich. Die Männer spezialisierten sich auf berittene Kriegsführung. Diese Nomadenstämme bekämpften sich oft gegenseitig. Doch das änderte sich unter Temüjin, Sohn einer adligen Mongolenfamilie. Obwohl er früh seinen Vater verlor und in Armut aufwuchs, gelangte er schnell an die Macht, indem er strategische Allianzen mit anderen Führern schmiedete. Anders als diese Khane beförderte Temüjin Soldaten aufgrund ihrer Verdienste und verteilte Beute gerecht unter ihnen. Seine brillanteste Idee war, die besiegten Nomaden mit seinen Soldaten zu vermischen, damit sie sich nicht gegen ihn verbünden konnten, was ihn unaufhaltbar machte. 1206 hatte er das Volk der Jurtenbewohner geeint und er wurde zu Chinggis Khan. Die Mongolen waren Schamanisten und glaubten, dass die Geister der Natur und ihrer Vorfahren die Welt um sie herum bewohnten. Über allem thronte der Himmelsgott Tengeri. Chinggis Khan glaubte, er solle die ganze Welt erobern, in Tengeris Namen. Mit den vereinten Nomaden der mongolischen Steppe schien das machbar. Wer sich den Mongolen widersetzte, widersetzte sich Tengeris Willen und musste für diesen Ungehorsam sterben. Unter Genghis Khan eroberten die Mongolen zunächst Nordchina und die östlichen islamischen Gebiete. Nach seinem Tod 1227 ging der göttliche Auftrag auf seine Nächsten, die Goldene Familie, über. In den 1230er Jahren besiegten seine Söhne und Töchter die Türken in Zentralasien sowie die russischen Fürsten und vernichteten 1241 zwei europäische Armeen. In den 1250er Jahren eroberten die Mongolen islamisches Gebiet bis nach Bagdad und erreichten 1279 im Osten Südchina. Das Leben im Mongolischen Reich bestand nicht nur aus Krieg, Plünderung und Zerstörung. Wenn die Mongolen ein Gebiet eroberten, akzeptierten sie dessen Innenpolitik und setzten lokale Verwalter ein, die für sie regierten. Sie tolerierten alle Religionen, solange die Anführer für sie beteten. Zwar nahmen sie routinemäßig Handwerker, Gelehrte und Ingenieure gefangen, schätzten aber deren Fähigkeiten und siedelten sie zwangsweise in ganz Asien an. Das wertvollste Produkt des Reiches war Goldbrokat, für das Seide aus China, Gold aus Tibet und Weber aus Bagdad benötigt wurden. Goldbrokat kleidete mongolische Herrscher, bedeckte ihre Pferde und schmückte ihre Zelte. Besonders geschätzt waren Schießpulvertechniker aus China. Da ein Großteil Eurasiens politisch geeint war, florierte der Handel entlang der Seidenstraße, gestützt durch ein umfangreiches System von Pferdebooten und Relaisstationen. Auf dem Meer blühte der Handel auch, vor allem mit blau-weißem Porzellan. Es kombinierte weiße Keramik aus dem mongolischen China mit blauer Farbe aus dem mongolischen Iran. Aber das währte nicht ewig. Die Nachfolge des Großkhans ging nicht automatisch an den ältesten Sohn. Brüder, Onkel und Cousins wetteiferten um die Herrschaft. Dabei agierten Witwen oft als Regentinnen für ihre Söhne. In den 1260er Jahren entbrannte unter den Enkeln Genghis Khans ein Bürgerkrieg um das Erbe. Das Reich zerfiel in vier Teile. In China gilt die Yuan-Dynastie Kublai Khans bis heute als goldenes Zeitalter von Wissenschaft und Kultur. Im Iran leiteten die Ilkhane die Entwicklung einer neuen Monumentalarchitektur und persischer Miniaturmalerei ein. In Zentralasien brachte das Chagatai-Khanat Führer wie Timur und seine Nachfahren Babur hervor, Gründer des indischen Mogulreichs. In Osteuropa herrschte jahrelang die Goldene Horde, bis sich ein Fürstentum namens Moskau zur Weltmacht entwickelte. Auch wenn das Reich noch von kurzer Dauer war, hinterließen die Mongolen ein Vermächtnis der Weltherrschaft, das bis heute unerreicht bleibt. Nur wenige Jahrhunderte später gab es in Afrika einen König, der so reich war, dass seine Reisen durch andere Regionen deren Volkswirtschaften aus dem Gleichgewicht brachten und Masseninflation auslösten. Wer war das und wie hat er ein solches Vermögen angehäuft? Erfahre es in diesem Video.